Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foundation. Es wurde ein Sturm letzte Folge angekündigt und ich bin sehr gespannt. Ja, wir haben so ein bisschen Stau gerade. Also ich glaube, wir müssen einfach noch ein Lagerhaus bauen. Ich glaube, das wird das Problem ziemlich lösen. Weil die sind gerade eh schon so am Bauen und bekommen es nicht hin, einfach diese scheiß Baustelle hier fertig zu machen. Beziehungsweise hier auch dieses Windrad, da müssen wir bauen. Also wenn ihr die zwei Sachen bauen könntet, wäre halt echt cooler. Aber es fehlt wirklich die Arbeitskraft und jetzt halt nicht die Materialien dafür. Was ist das für ein Dreck da am Boden? Eine Käserei, für was braucht man da Dreck am Boden? Was auch immer das wird, das wirkt sehr interessant. Ja, auf jeden Fall, die Leute sind hier hart am Bauen. Was stehen die hier alle? Ach, die haben alle noch keine Häuser, gell? Ich glaube, es fehlt tatsächlich auch an Wohnraum. Ich müsste jetzt praktisch hier hinten nochmal so ein Stückchen kaufen und dann nochmal Wohnraum ansiedeln lassen, weil hier geht es, glaube ich, wirklich aus. Obwohl, wir können ja hier nach oben noch, hier ist sogar Attraktivität hoch. Hier will keiner hin, okay. Aber wegen mir könnt ihr nach da oben ziehen, da habe ich kein Problem mit. Oh cool, nur einer schließt sich an. Schade. Ja, das Platzproblem sollte jetzt demnächst erledigt sein, weil wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen Wohnraum ausgewiesen. Und wir werden hier als nächstes dieses Grundstück hier unten kaufen, dann werden wir hier volle Siedlung machen. Das ist dann Luxus, so ein Haus gleich neben der Kirche zu haben. Wahrscheinlich ist gleich die Kirche wieder voll. Kann ich mir so vorstellen. Steinbruch ist voll, interessant. So. Also es kommt auch irgendwie angeblich gleich ein Sturm. Und wir sollen nochmal Nahrung davor sammeln. Das habe ich jetzt auch gemacht. Also wir haben jetzt fast 200 Brote und 80 Beeren. Ich bin gespannt, was passieren wird. Okay, es gibt nur noch ein Problem um Steinbruch. Und das Teil fehlt einfach nur noch der Stoff. Und der Stoff, den kriegen wir von den... Okay, ein neuer Bewohner. Haben wir gleich einen Arbeitsplatz für ihn? Nee, sorry, du musst doch kurz 5 Minuten warten. So. Könntet ihr das vielleicht mal fertig machen? Ist na die? Macht die gerade Pause? Nee, sie arbeitet hier auf eine Baustelle. Ja, schöner, mach mal. Mach mal hin hier. Der Steinbruch ist voll. Ich glaube, wir müssen wirklich noch ein Lagerhaus bauen, habe ich so das Gefühl. Ja, warten auf Baumeister. Neuankömmling. Kann man halt für nichts gebrauchen. Also ich vermute wirklich, dass wir noch ein Lagerhaus bauen müssen. Am besten dann irgendwie hier hoch. Ich veranlasse das gleich mal. So, perfekt. Baubeginn. Wow, das sieht echt voll fertig aus. Kann man da jetzt noch irgendwas einteilen irgendwie? Hier, kleine Erweiterung, machen wir eine Schatzkammer. Okay. Ja, wir kriegen schon eine Meldung, wenn es fertig ist. Holzfällerlager. Oh Gott, was habt ihr hier alle für komische Probleme? Die Bäckerei auch wieder. Und hier warten einfach die Leute. Das ist halt auch so dumm gelaufen. System, was kann ich da machen? Nichts. Ja. So. Könntet ihr das jetzt vielleicht mal fertig bauen? Oder ist das so ein Ding der Möglichkeit? Was steht hier alles so rum und macht überhaupt nichts?
Ich habe gerade frei und versuche meine Bedürfnisse. Cool, die Windmühle ist fertig. So, gleich ein paar Arbeitslose weniger. Oh cool, nur einer kommt ins Dorf. Vielleicht hat er von der hohen Arbeitslosenrate gehört. So, das Haus wird gebaut. Also das Speichern dauert jetzt auf jeden Fall mal länger, dieses automatische Speichern. Natürlich, unser Dorf wird ja auch aufwendiger. So, hier wird brav gesammelt. Ja, wir haben auch gleich 450, dass wir praktisch hier unten nochmal ein wunderschönes Land bauen, kaufen können und was Schönes hinbauen können. Ganz viel Einwohner. Ich mein Herr, wie vorher gesehen, fällt uns der Himmel auf den Kopf. Hoffentlich haben wir genügend Lebensmittel gesammelt, um diese Zeit zu überstehen. Erträge von Bären. Okay. Oh, es wird dunkel. Es regnet. Und wir haben 9 Dorfbewohner. Wir brauchen mal 2 Bäcker. 4 Träger. 1 Träger, okay. Es sieht echt traurig aus. Okay, was haben wir für Probleme mit Stein? Hatten wir mal das Problem. Was ist denn Stein? Steinbruch? Ja, Steinbruch ist ja das. Dann praktisch Holz. Dann Kohle? Nee, Kohle brauchen wir nicht, Eisenerz. Kohle? Und haben wir dann noch irgendein Problem? Kohlhart. Nehmen wir noch einfach Eisenerz. So. Ich hoffe wirklich, dass dieses Unwetter schnell vorbeigeht. Okay, hier gehen auch unsere Waren richtig runter. Aber die ernten ja noch was. Das heißt, es kann ja nur ein bisschen. Es produziert ja irgendwas. Okay, Milchbauernhof ist fertig, aber ich habe, glaube ich, gerade keine Bauern. Also keine Angestellten. Und Schneiderei ist auch fertig. Aber unsere Schaffarm ist noch nicht fertig, deswegen. Wir haben hier ein Beratungsproblem. Ach so, Beförderung verfügbar. Puh. Möchte ich jetzt gerade hochsteigen in den... Nein, heute nicht. Aber wir können uns hier dieses Feld kaufen und hier Wohnplatz kaufen. Ja. Das können wir wegtun. Dann bauen wir da einmal nämlich einen Brunnen. Hier ist ein guter Wohnplatz. Baubeginn. Und noch ein Stand, Marktplatz. 2 Stände brauchen wir ja. Oder 3 sogar. Das wird jetzt das Wohnviertel der Reichen. Hier noch ein Warenstand. Baubeginn. Und dann können wir das hier auch gleich als Wohngebiet ausweisen. Ja, das ist auch alles schön alles wunderschön. So, hier und dann kann ich... Hä? Ist das Steuerung? Ah, ja, es ist Steuerung. Hier könnt ihr wohnen. Perfekt. So, ganz viele Wohnplätze ausgewiesen. Es sollte alles perfekt werden. Protokoll, was war gerade? Okay, cool. 2 neue Einwohner. Die können dann gleich... Okay, die Bäckerei ist voll, aber wir machen da 2 Stände ja gleich. Das heißt, es müsste gleich wieder passen. Alles in Ordnung, Leute. Wow, dieses Warenhaus ist ja einfach befüllt. Ich glaube, ich brauche für die Bäckerei dieses andere Warenhaus. Wie hieß es? Speicher, genau. Essen. Ja, ich brauche kurz 50 Gold.
Ein Gesandter nähert sich unserem Dorf. Schön. Hoffentlich bringt er uns was mit. Zwei neue Leute in unserem Dorf. Holzplatz ist er, also ein Käser, einen Milchbauern. Haben wir noch einen? So einen Schäfer und einen Schneider? Okay, aber wir bitten hier einfach mal einmal noch hochschauen zu unserem Freund. Was möchtest du uns diesmal abjagen? Ich habe keinen Fisch. Ich behalte alles für mich, weil ich keinen fucking Fisch habe. Was für ein Idiot. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Foundation. Bis dahin, tschüss.